Zombie Apocalypse. Hallo YouTube! Ja, da sind wir wieder. Unsere kleine Farm. Ich stehe gerade in der Küche und ja, ihr wisst ja, wie es geht. Däumchen da lassen, ne? Abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Sendeplan ist jetzt auch fest. Es gibt jeden Tag eine Folge. Wann die Folge dann ungefähr ausgestrahlt wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke mal so gegen 18, 19 Uhr wird das immer live kommen, wird es dann immer kommen. Und zu Freitags gibt es dann immer einen Livestream. Ja, so wird es aussehen. Ich freue mich mega auf das Projekt und ich würde sagen, wir sehen jetzt zu, dass wir unsere Elfriede hier verseucht bekommen. Ist ja das Pferd von meinem Sohn, ist ja noch nicht mal von mir. Und dann müssen wir mal zum Händler runter, weil wir brauchen unbedingt Maschinen und wir müssen uns auch Land kaufen. Ja, das sollten wir dann mal tun. Und von daher würde ich sagen, ja, legen wir mal los. Ich habe in der Zwischenzeit, ihr habt es ja gesehen, habe ich hier schon mal ein bisschen die Strohballen, ein Strohballen hier aufgeschnitten, weil ich brauche Stroh für Elfriede. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal das Stroh einzulagern bei Elfriede. Ne? Machen wir jetzt mal und dann schauen wir mal, was passiert. So. Uiuiui, ja, ziemlich huckelig hier. Was war das denn? So. Na? Da tut sich nichts. Nö. Okay, da tut sich tatsächlich nichts. Gut, dann würde ich sagen, ja. Ich rufe mal beim Landmaschinenhändler an. Wen nehmen wir denn mal? Den Herrn Unterwald. Ja, den Herrn Unterwald rufen wir mal an. Mal gucken, ob der mir helfen kann. Weil irgendwie funktioniert das hier nicht. Hallo? 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 Herr Unterwald? Hallo, ja, hallo. Hallo, Herr Unterwald, ich saß gerade auf dem Gürtner und ich habe die Strohballen aufgemacht und wollte der Elfriede reingeben, aber das funktioniert nicht. Liegt das vielleicht an der Schaufel? Ja, Schaufel und Stroh ist semi-optimal. Okay, ja, verdammt. Fürs Stroh brauchen sie eine Strohgabel oder eine Mistgabel. Ja. Ja, womit sie das vernünftig packen können. Okay. Und dann, ja, mit der Schaufel ist schlecht. Okay. Ist denn gerade bei Ihnen jemand zufällig unten am Landhandel oder am Maschinenhandel? Weil ich würde mich mal auf den Weg machen zu Ihnen mit dem Gürtner und ich bräuchte ein paar Maschinen. Ich habe da schon eine Liste und. Okay. Ja. Aktuell sind wir noch alle auf dem Feld unterwegs oder auf der Wiese vielmehr. Ja. Wann könnte ich denn da sein? Also ich würde. Sie können ruhig vorbeikommen. Ja. Ansonsten sagen Sie einfach Bescheid nochmal im Kurs, wenn Sie da sind und dann kommen wir vorbei. Oder ja, wenn Sie mal gucken wollen, ich weiß nicht, wie Sie sich überhaupt auskennen mit Landtechnik in den Bergen. Wenn sie vielleicht einfach vorbeikommen und sich das mal angucken wollen oder sie fahren einfach zum Hof, melden sie sich und dann kommen wir vorbei oder kommen dann runter und dann können wir ihnen helfen. Und wenn sie dann wollen, dann wenn sie es mal angucken möchten, dann können sie auch bei einem mal mitfahren. Ja, das wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass wir das mal machen. Weil ich habe ja von nichts einen Plan, ne? Also ich muss mir die Maschinen wirklich angucken, weil einfach so kaufen, das kann ich nicht. Ja. Aber ich bin jetzt gleich auch schon da. Ich fahre hier gerade über den Bach oder über den Fluss, über den Reißenden. So, okay. Also bin in 2 Minuten bin ich am auf Ihrem Hof. Ja, alles klar. Ja? Dann okay. Bis gleich, sag ich mal. Tschüss. Ja, tschüss. So.
Dann fahren, wir, dann fahren wir mal hier hin. Ich glaube, hier müssen wir, ja, genau, hier müssen wir jetzt rein. So. So, da sind wir. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal um. Wo ist denn hier einer? Da. Gehen wir mal hier hin. Was aber ein. Aha. Ja, also ich, das ist doch mal, ne, ein Schätzchen hier. Was meint ihr? Das wäre doch eigentlich das optimale Gerät für uns am Hof oben. Dieser schicke Fend, oder? Sollten wir vielleicht doch eher hier hinten so ein sowas nehmen? So ein Deutz? Was haben die denn sonst noch? Was ist das hier? Ein Lindtrack. Ja, aber ich glaube, der ist dann doch ein bisschen zu klein für uns. Hallo, Herr Obermeier. Schauen Sie sich mal um. Hallo, Herr Obermeier. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Ja, ich bin mit dem Gürtner gekommen. Der steht da vorne, ja, wie Sie sehen. Ah, Sie haben ja mal Fahrzeuge hier, ja, holla die Waldfee, also, ja. Wir haben noch lange gebraucht, um uns so viel Investitionen hier hinstellen zu können schon. Ja, das glaube ich, okay. Auch Kommission, aber... Ja, muss ja auch sein, also irgendwie müssen ja die Ausstellungsstücke hier stehen, ne? Okay, also ich hätte gerne, ich habe hier mal ein bisschen mehr was vorbereitet. Was ich gerne hätte. So, können wir irgendwie in ein Büro gehen oder so? Gibt es sowas hier? Ja, selbstverständlich. Kommt Führen Sie mich mal rum. Ich bin ja neugierig. Also. Ja. Moin, Herr Sonnenbichler. Herr Unterwald, Hallöchen. Meine Güte, das ist aber ein Riesengelände haben Sie hier aber, ne? Ja. Ja, von nichts kommt nichts. Ja, ich merke schon. Also, das ist ja hier Premium Deluxe, was? Mehr, wenn man halt viel mit Maschinenimport und Export, dann braucht man ja auch eine Fläche, wo die LKWs rangieren können. Kaffee trinken wollen. Nee, danke. In der Kaffeekanne ist immer Kaffee drin, da können Sie sich gerne bedienen. Ah, sehr schön, das ist gut. Aber ich habe vorhin erst gefrühstückt, also das passt ganz gut. Danke vielmals fürs Angebot. Wasser, Mikrowelle. Ich bräuchte da tatsächlich was, aber wer macht denn das jetzt hier mit mir? Von Ihnen beiden? Oder soll ich Ihnen mal folgen, Herr Obermeier? Warten Sie mal, wo sind Sie? Ach, da sind Sie. Ach, Sepp! Da steht ja mein Auto. Wo ist mein Karo-Kaffee? Wo ist mein Muckefuck? Oh, ist der schon wieder alle? Ich find hier nichts. Hat den vielleicht der Marv leer gemacht? Ja, dem ist alles zuzutrauen. Na. Ne? Wo ist er? Kaffee. Wo ist er? Ich höre Geister. Ich höre Stimmen. Wo ist er? Einbildung. Einbildung. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie hier mit einer Dreimannkraft fahren. Sie haben wahrscheinlich Funkgeräte am Mann, was? Ja, das sowieso. Ja. Sogar digital. Oh, digital sogar. Okay, ja. Okay. Okay. Ja, also ich habe hier so eine kleinere Bestellung, die ich gerne aufgeben würde. Vielleicht haben Sie davon ja schon was da, was ich vielleicht auch direkt mitnehmen kann. Ja, bestimmt. Okay, also als erstes hätte ich gerne einen Schlepper. Und zwar einen Fendt. 600. In der 615er Ausführung. LSA Turbomatic E. Okay. Gucken Sie mal hier. Wäre das nicht was? Nee, das... 939 Vario. Ja, ganz, der ist auch ganz günstig. Aha.
Was heißt denn bei Ihnen ganz günstig? Wissen Sie, ich habe zwar ein bisschen was auf der Tasche, aber ich muss ja auch noch Land kaufen, ne? So ist es ja nicht. Ja, also der kostet so um die 360.000. Ja, und das nennen Sie günstig? Ja, das ist ein Fan. Ja, vielleicht in ferner Zukunft. Das ist das Nonplusultra, ne? So schön Vario, stufenlos. Ja, aber wissen Sie, ich ist ja alles schön und gut, ne? Aber ich stehe doch eher so auf die alten Teile, so wie auf meinen kleinen Güldner. Also finde ich ja schon sehr knuffig. Also danke fürs Angebot, aber nein, danke. Dann laufen wir mal geradeaus auf die Ausstellungsfläche. Ja, haben Sie denn so ein Fan vielleicht da? Also ich habe ja da vorne einen gesehen, aber ich bin mir da nicht sicher, ob der das ist. Ja, genau, hier der auf der zweiten Ausstellungsrampe, das ist ein Turomatic E. Okay. 600er. Okay. 600er, das wäre der hier? Genau. Okay. Ja. Aha. Turomatic, Favorit 615 LSA. Ja. Okay. Okay, also ich bräuchte dazu aber dann auch bitte, habe ich noch ein paar Wünsche, ein paar Ausstattungswünsche. Ja. Und zwar hätte ich dazu gerne 87 93er Mitas Reifen, STF 600-900. Hä? Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber egal. Das steht hier so auf meinem Zettel. Okay. Fragen Sie mich was Leichteres. Ich habe, ne? Ich habe mir das einfach nur notiert, ich kann meine Schrift eh kaum lesen, also von daher... Ja, die Reifen können wir ja umziehen, das ist nicht das Problem. Genau, dann hätte ich gerne noch einen, den 65% an dem Sound zu hören. Okay. Feuerlöscher mit Rundumleuchten rechts und links. Die können wir nachrüsten, Rundumleuchten. Ja. Links und rechts. Genau, dann hätte ich... Haben Sie so wenig Vertrauen in Ihre Fahrkünste? Nee, aber man muss ja für alles gewappnet sein, Herr Unterweiler. Na, also, vor allen Dingen, weil wir hier keine Feuerwehr haben. Ja, sehen Sie, also, das kommt ja noch dazu, um Gottes Willen. Wenn es brennt, sind Sie auf sich allein angewiesen. Also dann Feuerlöscher, ja. ein oder besser 10? Nee, einer sollte reichen. Ich kann ja bei Ihnen nachrüsten kommen, oder? Selbstverständlich. 10 wird es im Sonderangebot kriegen. 10 kaufen, 12 bezahlen. Ja, 10 kaufen, 12 bezahlen, den merke ich mir. Nein, danke, also einer reicht tatsächlich. Bitte, dann ein großer dabei ist ja, ne? So, dann hätte ich gerne noch GPS. ME Track Goody 3. Die haben wir auf dem Lager, die kann man nachrüsten. Das ist kein Ding. Okay, wunderbar. Eine Fronthydraulik. Ist dran. Okay, dann hatten wir ja gesagt, ne, den Turbomatic, den 615er. Genau. Und den Luftfilter hätte ich gerne neu. Okay, ja, Luftfilter machen wir neu. Wir machen, alle Öle werden nochmal ausgetauscht. Ständig gewechselt. Ja, super. Moment, aber irgendwas fehlt mir hier noch. Ach ne, den Front... Eine Frontladerkonsole. Ja, ich bin gerade am Überlegen, weil, ja, also das hat ja gerade mit dem Güldner nicht geklappt. Ich habe da Stroh jetzt oben liegen, mitten auf dem Hof und ich krieg's da nicht weg. Was machen wir denn da? Ja, zur Not nehmen Sie sich einen Schlepper von uns mit, womit Sie das erstmal beseitigen können. Und wir können auch gucken, ob wir für Ihren Güldner noch eine Schaufel kriegen, weil gerade wenn sie jetzt neu hier sind, ne Sepp, muss er ja nicht mehr Geld ausgeben als nötig, würde ich sagen. Nee, dann machen sie mal an dem Fendt ruhig auch noch eine Front-Dings dran. Frontlader. Also, ein Frontlader, ja, danke. Sehen Sie, ich bin total nervös. Wissen Sie? Alles. Macht man ja nicht alle Tage, dass man mal eben so viel Geld ausgibt. Was würde das denn preislich dann jetzt kosten? Was brauchen Sie denn noch? Ja, mich würde jetzt erstmal interessieren, was der Trecker preislich kostet, also der Fendt. Das ist eine gute Frage. Sepp, wo ist er? Sepp. Ja, der versteckt sich hinterm Trecker. Der würde dann so um die 60.000, 65.000 kosten. Okay, super. Dann den Hänger, den Sie ja vorhin mit oben hatten.
Ja, das ist Sepp sein Spezialgebiet. Sepp, geh mal. Wir haben welche hier, das weiß ich. Ja, genau. Wo haben sie die denn? Die haben wir hier stehen. Rennen sie nicht so schnell, ich bin nicht mehr der Jüngste, ja? Ja. Ah, ja. Okay. Ja, Schätzchen. Ja, okay. Da hätte ich... repariert worden. Ja, ich hätte gerne da den alten Mehrzweckhänger Mesing. Können Sie den besorgen? Also der sieht ja so ähnlich aus wie der hier von dem Krone. Ich habe einen Bekannten, der will so einen loswerden, aber da brauchen wir auch ein paar Tage, weil da muss ich noch ein bisschen was dran machen. Der ist zwar restauriert, aber da müssen die Bremsen noch gemacht werden und die Reifen. Okay, aber ja, das kriege ich. Das was. Okay, das hört sich gut an. Also den würde ich gerne nehmen. Fahrgestell in Rot. Die Designfarbe in... Nein, Michael, du schreibst mit. Ja, ich schreibe. Okay. Die Designfarbe in Krone Trapp. Ja. Die Reifen würden Lizard bleiben und Reifen Variante Standard. Ah, okay. Und warten Sie mal, und dann war da noch irgendwas. Ich muss noch mal gucken. Kleinen Moment. Also die bleibt so, die Hauptfarbe. Die Designfarbe war das. Ach so, ja, genau. Und das Ganze als 13-Tonnen-Kipper mit Plane, bitte. Ah. Genau. Dann hätten wir es mit dem Hänger. Ich weiß, Sepp, von wem kommt denn der Wagen? Ist der auf 13 Tonnen aufgelastet oder müssen wir den noch auflassen? Ja, das geht. Das ist kein Problem. Das haben wir mit dem einen auch schon. Ah, okay. Ja? Okay, dann werden wir da... Achso, okay. Genau. Mensing Reflektor. Jetzt muss ich mal selber eben gucken. Nee, einfach nur Mensing. Ohne Reflektoren. Bitte. Ja. Ja? Okay, super. Dann für den Gürtner gucken Sie doch mal bitte, ob Sie da auch noch eine Gabel finden. Also für so eine Strohgabel, damit ich das Stroh dann da auch wegbekomme. Wie schnell kriegen Sie denn den Fendt fertig, dass ich dafür auch noch eine Gabel habe quasi? Also ich sag mal, Montag wird's werden. Montag? Anbauen des GPS. Ja. Wenn Sie jetzt nur die Konsole, wir können das erstmal so machen, dass wir nur die Konsole anbauen. Mit Frontlader, dann kriegt man das bis morgen hin. Das wäre kein Problem. Bis morgen. Weil so ein Grundgestell mit habe ich sogar für den noch da, nur es geht um das Anbauen. Ja, okay. GPS nachrüsten und eben das, da müssen sie dann extra nochmal vor. Ja, nee, dann machen wir das alles auf einmal, wenn alles da ist. Aber ich brauche halt was, dass ich auf jeden Fall die Elfriede versorgt kriege, ne? Die ist ja nicht von mir, die ist ja von meinem Sohn, das Pferd. Und der kommt halt auch noch. Ne? Also, ja, gut. Herr Sonnenbichler. Ja, bitte. Wir können Ihnen auch ein neues Pferd besorgen. Nein, ein neues Pferd brauche ich nicht. Mein Sohn hängt an diesem Pferd, an der Elfriede, und das geht nicht. Das würde der sofort merken. Ja. Okay, aber ich hätte dann doch noch ein, zwei Sachen, die ich gerne hätte. Ja. Und zwar Pöttinger Novacat 301 ED. Pöttinger Novacat 301 ED. Ja, genau. Und das Kuhn GMD 4411 Seitenmähwerk. Das Kuhn. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob wir das Novacat, das ED nicht durch das Alpha Motion ersetzen sollten, durch das neue vielleicht. Was meinen Sie? Also ich kann Ihnen empfehlen, dass, was auch aufeinander abgestimmt ist, das Alpha Motion Frontmehrwerk zu nehmen, alternativ... Ja. Ja gut, das ist wieder etwas kleiner. Das Sepp Knüsel ist auch ein sehr gutes Frontmehrwerk. Das haben wir sogar hier. Das haben wir nämlich bei uns am eigenen Schlepper auch dran. Okay. Und ich würde auf alle Fälle das Nova Disc Schmetterlingsmehrwerk für hinten nehmen. Das 812er. Und warum nicht das Kuhn?
Das ist, preistechnisch ist das zwar teurer, aber es ist, ja, man hat einfach mal eben das Doppelte fast an Arbeitsbreite. Hm. Und die PS-Leistung ist fast identisch. Ja, aber die kriege ich ja, das kriege ich ja, ja beides mit meinem, mit dem Fan gezogen, oder? Was meinen Sie? Ja, ja, das geht. Es ist halt nur, dass das Pöttinger ist, hat die kleinen Messer, mhm, und das Kuhn hat noch die alten Trommelschneidwerke, und deswegen braucht das Kuhn definitiv mehr Kraft als das Pöttinger. Deswegen hast du mit dem Nova Disc fast das Doppelte an Arbeitsbreite, aber die gleiche PS-Leistung. Okay. Wir können uns das aber mal angucken. Ja. Kommen Sie mit hier vorne. Ich habe das. Unser Oleg war damit noch am Mähen gewesen oben. Ja. Deswegen habe ich den Trecker nämlich gerade mitgebracht hier. Ah, okay. Ja, das wäre das. Das ist das Heckmähwerk davon. Mhm. Wie gesagt, und Sie sehen ja, dass er hier nur die kleinen Teller nur noch hat. Ja. Die braucht halt wesentlich weniger Kraft als die alten Mähwerke. Hm. Und ja, wie gesagt, das ist das Sepp Frontmähwerk haben wir jetzt, weil es in unserem Fall ansonsten PS-technisch mit unserem Trecker nicht mehr funktioniert, aber beim Fendt haben sie natürlich mehr Leistung. Ja. Da kann man auch dann das passende Pöttinger Frontmähwerk für nehmen. Okay. Das ist jetzt, also preistechnisch ist das alles nicht so weit auseinander. Ja. Die müssen nur überlegen, ob sie das Novalpin nehmen mit 2,60 Meter oder ob sie das Alpha Motion nehmen. Aber das 2,60 Meter reicht, da sie ja hinten noch die Schmetterlingskombi dran haben. Also brauchen sie das Alpha Motion eigentlich nicht mal zwangsläufig zu benutzen, sondern kann auch das kleinere Mehrweg für vorne nehmen. Okay, alles klar. Und ich würde sagen, bye bye und tschüss, bis morgen. Tschüss. Wow. Tschüss.